Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Heute habe ich einen wichtigen Aufruf an euch. Hier geht es also um die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Und da brauchen wir also dringend Hilfe. Und ich habe dazu einen Artikel veröffentlicht unter vugwakenews.wordpress.com. Dringend Mitstreiter gesucht. Nach unseren letzten Aktivitäten, in denen wir im Rahmen der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten Missstände bei Hartz IV in der BRD aufgezeigt haben und durch das Survival-Paket für Hartz IV-Opfer ersten Betroffenen haben helfen können, dank vieler spontaner Unterstützung durch unsere Zuhörer, Zuseher und Leser bei Wake News Radio, TV und allen anderen, natürlich den respektiven Blogs und Webseiten, haben wir sehr viele Anfragen erhalten, vor allem von Hilfesuchenden, die wir beim besten Willen nicht mehr allein bewältigen können. Insbesondere in der telefonischen und elektronischen Beantwortung von Fragen und Hilfestellungen bei Fragen zu Hartz IV und den stattfindenden Ungerechtigkeiten kommen wir nicht mehr nach und können das in dieser Form nicht allein aufrechterhalten. Daher erfolgt hier unser Aufruf an alle, die helfen können und wollen. Bitte setzt euch da mit uns in Verbindung, sodass wir die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen können. Wir suchen also Menschen, die sich auskennen mit der Bewältigung von Widersprüchen, Ausarbeitungen von Schreiben, Begleitungen von Menschen zu Jobcenter-Gesprächen, sowie auch rechtlich bewanderte Menschen, die also die Dinge auch ein bisschen aufbereiten können. Natürlich Rechtsanwälte aus der BRD, auch Menschen, die den Hilfesuchenden seelisch beistehen können, um ihnen Mut zu machen, nicht aufzugeben und so weiter. Denn das ist ganz wichtig, dass wir hier eine Solidarität aufbauen. Weiterhin brauchen wir Menschen, die unsere Survival-Paket-Aktionen tatkräftig unterstützen, gegebenenfalls auch koordinieren wollen. Also insgesamt, es gibt viel zu tun und wie ich schon sagte, nur solidarisch können wir uns helfen und schützen und etwas verändern und bewegen. Und hier nochmal ein Hinweis auch an alle Hilfesuchenden. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht alle Fälle lösen können, da wir zurzeit voll ausgelastet sind und wir machen das alles auch kostenlos. Aber dennoch entstehen Kosten und Aufwand, unabhängig mal von der Zeit, die da reingesteckt wird, die müssen auch irgendwie gedeckt werden. Ohne Benzin im Tank fährt bekanntlich auch das beste Kfz nicht, ja, sofern es also auf Benzinbasis aufgebaut ist. Bitte setzt euch also mit uns in Verbindung, zwecks Hilfsangeboten, also Leute, die uns beistehen wollen, die uns helfen wollen. Auch wer uns finanziell unterstützen möchte und so weiter, bitte direkt mit uns in Verbindung setzen unter vgu@wakenews.net. Vielen herzlichen Dank und wir informieren, wenn es wieder was Neues gibt. Herzlichen Dank. Also immer dienstags und donnerstags live bei Wake News Radio mit Detlef von 16 bis 18 Uhr und immer auf Sendungen achten für Hartz IV Gegenmaßnahmen. Das wird immer rechtzeitig angekündigt. Und noch ein Hinweis, bei orkitalk.com gibt es am Donnerstag dieser Woche, das heißt am 27. Juli, noch eine besondere Sendung, die geht von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr, wo also auch direkt mit mir gesprochen werden kann. Vielen Dank, also bis dann. Das ist der Detlef von Wake News Radio und Wake News TV. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.